Andreas Minich von der ÖVP ist der nächste Redner. Herr Präsident, geschätzte Frau Wirtschaftsministerin, werte Kollegen, liebe Zuseher zu Hause. Das Wirtschaftsbudget 2021 wird um 602 Millionen Euro ein höheres Budget gegenüber dem Vorjahr haben. Diese Erhöhung auf mehr als das Doppelte ergibt sich insbesondere aus Covid-19-Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftsförderung. Wie mit dem Härtefallfonds mit 200 Millionen Euro und der Investitionsprämie mit 400 Millionen Euro. Sowie zum ersten Mal eine Dotierung für eine 80 Millionen schwere Digitalisierungsfondsauflage zur Modernisierung unserer wirtschaftlichen Infrastruktur. Die aktuelle Krise bringt viele Unternehmer und Unternehmen ans Limit. Die Lage ist weltweit äußerst angespannt. Aber mit dem Umsatzersatz von bis zu 80% und unserem Kurzarbeitsmodell zusätzlich zum Fixkostenzuschuss haben wir international das umfangreichste und beste Hilfspaket. Der Umsatzersatz im November hilft schnell und damit, wer schnell hilft, hilft doppelt. Wir werden uns aus dieser weltweit schwierigen Krise mit den gesetzten Maßnahmen der Bundesregierung herauskämpfen. Davon bin ich überzeugt. Aber ein Appell an die Opposition: Halten wir zusammen, achten wir auf unsere lokalen Geschäfte und unterstützen wir unsere regionalen Unternehmen. Bitte kaufen wir lokal und halten wir alle zusammen. Danke. Nach Kritik seines Vorredners gibt es von Andreas Minich von der ÖVP viel Lob für das Wirtschaftsbudget 2021.